Hallo und herzlich willkommen bei Betonkunst Heinrich. Das wird heute ein bisschen kurzes Video werden. Ich möchte euch in dem Video heute zeigen, oh, das ist ein bisschen windig. In dem Video möchte ich von euch zeigen heute, wie man einen Anhänger mit einem großen Auto richtig transportiert. Und das machen wir hier auch auf einem abgesperrten Gelände, damit zum Beispiel auch nichts passieren kann, weil wir nämlich ein abgesperrtes Gelände sind. Ich zeige euch schon mal von dem Auto die Felgen, damit ihr ungefähr sehen könnt, was es für ein Auto ist. Also ihr seht, es ist auch ein großes Auto, ja. Und mein Assistent ist auch dabei und der wird euch jetzt gleich zeigen, wie man den Hänger richtig transportiert. Assistent, start bitte die Maschine. Der hat die jetzt gestartet. Und jetzt wird er einfach losfahren. Ich zeige euch das einfach kurz. So, ich mache auch die Froschperspektive. Ja, und das war's eigentlich auch schon von dem Video. Ich möchte euch nochmal den großen Container hier hinten zeigen. Da ist nämlich, der ist jetzt nämlich voll. Den haben wir voll gemacht mit dem Lehm. So, so. So, und den lassen wir dann abholen. Und wie es dann weitergeht, das zeige ich euch dann einfach in dem nächsten Video. Ich würde jetzt noch mal kurz, was anderes. Ich zeige euch noch mal eine coole Szene von der Fahreinstellung. Und dann bedanke ich mich heute für den Zuschauen. Es war heute ein sehr kurzes Video. Und dann sehen wir uns demnächst. Tschüss. Hallo, ich bin's noch mal. Wir haben ja ganz vergessen, dass wir wieder den Kommentar vorlesen müssen. Und ich habe den Kommentar jetzt hier schon reingeschnitten. Und das ist so eine Art Interception. Und gleich kommt die Stimme, die dann den Kommentar hier vorliest. Also jetzt gleich im Video kommt das. Und dann sehen wir uns nochmal in dem richtigen Video. Hoffentlich ist das okay für euch. Und los! Ein Deko-Tipp, ich würde den Sand an die Decke hängen. Wenn man ihn anzündet, leuchtet er sogar. Okay.